So, nachdem alles eingerichtet sein sollte. Ja. Vordergrund holen. So. Ja, man hört mich nicht. Man hört mich. Hört man mich nur oder nicht? Meine Güte. So. Ich stelle nochmal den Filter um. Test 1, 2, 3. Also, joa. Ich mach mal mein Mikro höher. Ich hoffe, die Tonqualität ist in Ordnung. Ansonsten kriege ich wieder eine Krätze. Gut, dann starte ich mal das Spiel dann endlich. Name. Evil. So. Nehme ich noch Heiler. Das wird dann sein. Iris. Wer das Pen and Paper kennt, weiß warum. Schwarzmagier mache ich dann. Mir fällt der Name nicht mal ein. Ich nehme jetzt Xi. Ja. Gut, dann nehme ich noch den Rotmagier. Das ist Osoma. So, ja. Gut. Die Welt war vor Finsternis umhüllt. Von Finsternis umhüllt, Entschuldigung. Die Winde erstarben. Die Meere tobten. Die Erde war faul und verdorben. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. Vier Käfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder. Am Ende einer langen Reise haben vier Gefährten diese Welt erreicht. In ihren Händen die vier Kristalle, die sie fest umschlossen halten. So, das war die Steuerung. Ich hier Charakter wählen und dann nochmal anzeigen lassen. Ja. Jo, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier in die Stadt.
Hole ich mir erstmal eine Heilung. Ja. So, kann ich mir noch einen Schwarzzauber leisten? Ja, kann ich. So, Sommer auch. Ja, mach ich mal. Gut. Das hat die Karte. Also, 100 Geld habe ich noch. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwas... Gesegnet seien die Kristalle. Ist mir im Weg. Reinspaziert. Davon kriegt mir zwei Leisten, deswegen. So. Okay, dann geht's nicht runter. Gut, dann war das halt so. Seine Majestät ist verzweifelt auf der Suche nach den legendären Kämpfer des Lichts. Haltet ein. Sind das Kristalle in euren Händen? Bitte folgt mir zum König. Reisende, ist es wahr, dass ihr die Kristalle euer eigen nennt? Die Prophezeiung Lukans. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Majestät, ich würde nichts überstürzen. Wir haben keine Gewissheit, ob es sich tatsächlich um die vier aus der Prophezeiung handelt. Doch, wie könnte ich diesen Wink des Schicksals ignorieren? Just in diesem Augenblick stehen vier Kämpfer vor meinen Augen. Ihre Kristalle sind mir Beweis genug. Kämpfer des Lichtes, ich flehe euch an. Meine Tochter, Prinzessin Sela, ist entführt worden. Garland, einst Ordensritter unseres Königreiches, entführt ihre Majestät und streckt seine gierigen Hände nach dem Thron aus. Er hält sich im nördlichen Chaos-Tempel versteckt. Unsere Bemühungen, Prinzessin Sela zu befreien, scheiterten kläglich. Keiner unserer Ritter kann sich gar nicht messen. Mir kam zu Ohren, dass euch eure Reise in den Norden führt. Die Brücke zum nördlichen Kotte ist seit langem eingefallen. Sollte es euch gelingen, Sela zurückzubringen, werde ich den Bau einer neuen Brücke anordnen. Mögen euch eure Kristalle stützen. Ja, wenn ich weiter will, muss ich das machen. Gut. Wer Osoma verfolgt, weiß jetzt, ich ja zugeschaut habe teilweise. Jetzt nicht hundertprozentig alles, aber naja. So, Feuer und Feuer. Okay, der erste Kampf lief ja schon mal prima. Dann geht's weiter nach oben. Chaos-Tempel. Ich glaube, ich sollte mich noch nicht mit ihm anlegen. Aber Dialogs. So. Autsch. Atschi. Nein, die Schweine. Schweinerei. Konnte ich gar nichts gegen machen gerade. Und dabei wollte ich schon abhauen. Okay.
Feuer. Feuer. Weg mit dir, elender Wolf. Und tschüss. So, nächste Level ab für die drei. Einfach mal so meinen Krieger platt gemacht, ey. Schweinerei. So, Vita. Nein. Zaubers alle. Zaubers alle. Attacke. So. Okay. Bleibt mir noch Angriff. Gesehen, dass ich wiederbelebe. Aber wo? War das hier? Hi, Tini, wirst du ausgesprochen, ne? Ja, wiederbeleben. So. Und dann Hotel aufsuchen. Ja, so, wieder fit machen. Ich habe schon wieder verworfene Frames. Ach, irgendwas läuft nicht rund. Dabei habe ich doch alles schon runtergeschraubt. Okay. Angriffsvorteil. Diesmal hat er auch einen Levelaufstieg. Wie viel Geld habe ich denn? 70. Das reicht noch nicht ganz. Das sind jetzt aber viele auf einmal. Diesmal mit Blitz. Und mit Feuer. Schön. Ja, machen wir sowas, sollte reichen. Ja, schon geschwächt. Bis er fordere. Willkommen zu Hause, Liebling. Was gibt's? Ich weiß, dass du mich liebst. Was? Aber Lila... Nee, heute ist Samstag. Wir müssen noch aufhaben, ja. Ciao. Ja, also... Ich habe das Spiel schon mal gesehen bei einem Kumpel. Es war aber die GBA-Version, aber selbst durchgespielt habe ich Final Fantasy 1 noch nicht. Ich heilen. Ja, ich gehe heilen. Ich hätte auch zwischendurch überlegt, dann... Dadurch, dass das gemeinsame Randomizer-Spielen ja jetzt entweder sich verspätet oder ausfällt. Ich mache jetzt halt, falls es sich verspätet, halt dann bis dahin noch so lange weiter. Und hat überlegt, statt dem hier auch Metroid Zero Mission zu spielen. Aber ich wollte mal Final Fantasy 1 anfangen. So, ich dann praktisch dann die Reihe 1 bis 10 mal gemacht habe. 11 kann ich nicht spielen. Das ist ja nicht mehr verfügbar.
Und dann könnte ich gegebenenfalls noch 12 und 13 machen und 13 2. Aber das wird noch dauern, denke ich, bis ich soweit bin. Weil ich dann halt auch zwischendurch andere Dinge spiele. Wie sieht mein Geld gerade aus? 118. Ja, momentan will ich ein bisschen Geld sammeln, damit ich meine Ausrüstung verbessern kann. Ja. Geht halt nur nicht so schnell, wie ich gern hätte. Was nehme ich mal? Nimm den Hammer. Ist das günstig? So. Aber wie gesagt, gesehen habe ich schon. Aber nicht in dieser Version, sondern halt nur die Game Boy Advance Version. Gespielt habe ich höchstens bis zum Schiff und dass ich dann die Zwergenhöhle da pumpen lasse, damit dann halt praktisch ein Weg fürs Schiff frei wird. Okay. Gut, dann kann ich noch was kaufen und dann kann ich endlich weitergehen. Aber in Rüstung habe ich dann alles. So. Dann hat auch Osoma jetzt mehr Abwehr. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ansonsten muss ich das Mikro näher nehmen. Und ja, ich habe verstanden, das letzte Mal war das halt nicht mein Fehler. Ach, schön Level Up. Dann gehe ich jetzt mal zu Garland und bekämpfe den mal. Der Kampf sollte ja nicht so schwer werden. Endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt, wird er Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Wird er mir, Cornelia, mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Ein Wort vergessen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ah, ich verstehe. Ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch anzulegen gedenkt. Aber genug der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Stadt sprechen. So, Feuer und Blitz. Brauchst dich nicht entschuldigen, ist in Ordnung passiert. Attacke, Attacke und für den Autokampf an aus. Ach so. Dann wiederholt sich jetzt alles, was ich mal eingegeben habe. Und da ist er schon erledigt. Ist ja geil, der Kampf wird nicht schwer.
Was ist nur passiert? Seid ihr meine treuen Retter? Ich bin Sela, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich zum Schloss. Mein Vater wird euch danken und sich erkenntlich zeigen. Nie habe ich an eurem Mut und an eurer Kraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Königreich sind euch zu Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass ihr die Kämpfer des Lichtes aus Lucans Prophezeiung seid. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Kontinent gibt es einen Kristall, dessen Glanz erloschen ist, so sagt man. Stellt den Glanz des Kristalls wieder her. Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse auf ewig zu verbannen. Wie versprochen ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordnet. Geht nun und erfüllt diese Welt wieder mit Licht, meine tapferen Kämpfer. Bitte geht noch nicht. Diese Laute ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie. Laut erhalten. Die Tänzerin aus der Stadt hat ein gutes Gespür für wichtige Informationen. Sie wird euch zur Seite stehen, solltet ihr Anhaltspunkte benötigen. Ich wünschte, ich könnte länger hier verweilen. Aber nein, ihr müsst aufbrechen. Der Glanz der Kristalle muss wiederhergestellt werden. Gut, hier sind halt... Warte ich hier überhaupt rein? Juhu, ihr habt meine Schwester zurückgebracht. Gehen wir spielen? Okay. Okay, später noch mal rein, wenn ich den Zauberschlüssel habe. Männer, Befehl seiner Majestät des Königs. Die Prophezeiung Lukas hat sich erfüllt. Sputet euch. Was hat eigentlich der Bau der Brücke mit der Prophezeiung zu tun? Sie sind hier in Cornelia, die vier Kämpfer des Lichtes, und ihr Weg führt sie nach Norden. Ja. Dann nach Norden. Und da haben wir das Intro. So beginnt die Reise der vier Gefährten, die als Kämpfer des Lichtes aufbrechen, um das Unheil abzuwenden. Von der Schwere ihrer Bürde beinahe erdrückt, nicht einmal wissend, welche Bedeutung tatsächlich hinter ihren Kristallen steckt, schreiten sie dennoch zielstrebig und unerschrocken voran. Ein helles und strahlendes Licht soll vor langer Zeit von den Kristallen ausgegangen sein. Möge dieses Licht wieder erscheinen und das Dunkel vertreiben, das diese Welt umhüllt.
Fast eine halbe Stunde und ich bin noch nicht so weit gekommen. Aufbruch der Krieger des Lichts. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht im Stream. Die Errungenschaft dort rechts. Im Angriffsvorteil. Schön. Attacke, Attacke, Attacke. Und erledigt. Schön. Okay, mal gucken. Wieder im Angriffsvorteil, gut. Ich denke mal, ich mache dann lieber mal ein paar Zauber. Heilung? Ja. Die heilen. Ah, ich habe gar keine Magie mehr. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich hoffe nur, dass der bald besiegt ist. Wird noch eine Weile dauern. Ach du Scheibe. Ja, ja, bitte nicht. Komm schon, mach den platt. Ja. Ups, falsche Taste. Ja. Und da geht eine Reise zu Ende. Automatischer Spielstand. Oh, geil. Oh, geil. Danke, Spiel. Ich muss nicht komplett von vorne anfangen. Oh, das rettet mir den Hintern. Gut. Gut, dann gehe ich mich nochmal auftanken und dann weiter. Ja, ausruhen. So, speichern. So. 20 Spielstände hat man. Ein Hinterhalt. Okay, diesmal greife ich die zuerst an. Dürfte eigentlich reichen. Gut. Ja. Nochmal. Und darauf. Gut, dass der weg ist. Kann man nicht. Mehrere Level-Ups, das freut mich doch. Gut, dann speichere ich lieber nochmal.
Tojas Höhle. Drückt abbrechen und 1. Und seht, was dahinter steckt. Ein Zauber der Erkenntnis, der den Horizont erweitert. Au, aua. Meine Augen, ich kann nichts sehen. Au, aua. Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig blind. Muss mir gestohlen worden sein. Beim Satanskraut. Aber von wem bloß? Ocean und Antidot. Schön. Meine Augen, ich kann nichts sehen. Gut, also mehr kann ich nichts machen. Ja, also ich habe hier einfach nur Y gedrückt auf dem 8-Bit-Controller und dann habe ich die Karte. Sonst war das halt so B und Select oder sowas. Und naja. Abbrechen und 1, keine Ahnung. Ich hoffe, der Stream läuft wieder. Die Streamqualität ist gut, also jetzt soll angeblich wieder gut sein. Gut, dann versuche ich mal weiterzumachen. Gegenstand im Inventar. Das ist jetzt uninteressant. Gut. Und weiter. Was los, Maxi? Frage mich, was gerade los ist mit dem Internet. Steve, ja, wieder bleiben. Ja, wieder bleiben. Okay, 418. Ich erstmal in ein Hotel. Ja. Wünsche wohl zu ruhen. Dankeschön. Uiuiui. Ja,
Hier gucke ich mal, was ich hier an Schwarzmagie finde. Eis. Okay, mehr kann ich mir nicht leisten. Sollte ich nochmal so einen Abbruch haben, gucke ich mal, dass ich die Einstellung ändere. Ja. Dann war ja gleich dieser Mistkerl wieder. Okay, jetzt. 24. Sogar zweimal. Ah, Eis macht gut Schaden. War auch ein Level 2. Aber. Gut, Level Up, schöne Sache. 508, oh, das ist doch ein guter Unterschied. Hm, achso. Was kann ich denn hier so kaufen? Halt pro Magiestufe 1 MP. Okay. Hier ist so ein Teil. Laufen wir ganz gut. Kämpfe ich mal gegen die Piraten. So. Ja, war aber Schnäppler, der einer. Der hat aber mehr ausgehalten. Jetzt vermutet hatte. Gut, ich lasse es sein. Ich gucke mal, ob ich mit einer anderen Einstellung bessere Erfolge habe, weil ich habe ständig Abbrüche.